Ich habe da noch ganz viele Abschnitte. Diese da. Das sind alle Schwartenbretter, die will ich heute mal klein schneiden. Ach, Brennnesseln, wie ist das? Erstmal aufheben und dahin legen. Ah, leg. Oh, welch Wunder. Ihr habt gesehen, die Teile sind jetzt ein bisschen kürzer geschnitten, aber irgendwie nicht so effizient. Man muss sich mehrfach bücken, weil man das Teil wieder richtig legen muss. Und irgendwie ist das nicht so effizient. Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das Ganze ein bisschen effektiver zu schneiden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich dir mal zeigen, wie ich mir für diese Motorsäge hier eine richtig praktische Vorrichtung bauen werde. Damit kann man Äste, Holz, Brennholz super, super praktisch klein schneiden. Ich werde dir zeigen, wie man das Ganze baut. Und am Schluss werde ich dir auch zeigen, wie ich es benutze. Also viel Spaß. Ich habe das irgendwie gerade so gesagt, als wenn ein Intro kommen würde. Also es kommt leider kein Intro, es geht halt einfach los. Ah, nein. Natürlich muss man die Motorsäge irgendwie befestigen können. Glücklicherweise habe ich mir genau dafür vor Jahren schon mal hier diese Bolzen gedreht. Die kann ich hier benutzen, um das Schwert festzuspannen und habe hier gleichzeitig dann noch mal eine Schraube drauf, damit ich die Kettensäge wo auch immer festschrauben kann. Das bedeutet, erstmal die Schrauben raus und die Bolzen rein. Also erstmal die Kettensäge auseinander machen. Bei diesen Muttern hier gibt es eine feine Sache. Und zwar seht ihr ja, dass man die nicht so schnell verliert, weil die irgendwie so fest sind. Die baut man aus, indem man einfach den Schlüssel untersetzt und das dann raushebt. Da haben die Macher von der Kettensäge sich mal was richtig Feines überlegt, denn man verliert halt einfach die Mutter am Bald nicht. Unsere Basis haben wir tatsächlich schon geschaffen. Wir haben jetzt schon mal eine Möglichkeit, unsere Motorsäge relativ fix zu montieren. Und von hier aus können wir jetzt weitermachen. Wir haben jetzt hier einmal unser Pendel. Damit werden wir die Motorsäge quasi jedes Mal für jeden einzelnen Schnitt starten. Denn das ist das Schöne an diesem System hier. Wir lassen die Motorsäge nicht auf Vollgas die ganze Zeit durchlaufen. Das wird die Motorsäge auf längere Sicht kaputt machen. Die Motorsäge wird immer durch dieses Teil hier dann quasi aktiviert. Und wenn wir mit dem Schnitt fertig sind, fährt das hier nochmal zurück. Und dann ist die Motorsäge wieder am Standgas. Das bedeutet, wir müssen irgendwas bauen, was den Hebel startet. Und irgendwie was, dass das hier auch immer wieder zurückgedrückt wird. Unser Mechanismus für das Gas. So, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja jedes Mal, dass die Motorsäge Gas gibt, wenn wir auch hier Holz dagegen drücken. Das hier ist quasi unser, oh, leck, unser Fallpendel. Das hier ist unser, genau, unser Gaspedal. Und damit man das Ganze manierlich einstellen kann und das jetzt nicht so eine Pfuscherei wird, habe ich hier die Kopplungsstange, so nenne ich es jetzt mal. Da habe ich hier diese Gewinde und da kann man das dann ganz genau einstellen. Und durch diese Kugelköpfe kann man halt eben eine sehr, sehr schöne Übertragung von dem Gelenk quasi darüber geben. Ich habe keine M8er Muttern, deswegen muss ich Flügelmuttern nehmen. Aber für einen Test reicht das auf jeden Fall mal. Ihr seht jetzt, wie man das schön einstellen kann. Ich kann jetzt hier mal ganz hart ans Gas rangehen und sehe dann, dass hier meine Schräge, die ich ja betätigen möchte, damit man Gas gibt, viel zu weit, also viel zu senkrecht steht. Das muss viel steiler sein. Deswegen kann ich das jetzt hier unten anpassen. Und hier könnt ihr jetzt diesen Mechanismus ganz gut sehen. Ich habe jetzt so eingestellt, dass wir ziemlich senkrecht sind, denn ich will, dass das Holz später an diesen beiden Seiten aufliegt. Ihr habt jetzt gesehen, wie der Mechanismus grundsätzlich funktioniert. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Feinheiten verbessern und werde mir noch ein Gestell dafür bauen, damit man es natürlich auch irgendwo hinstellen kann.
So Leute, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euch diese Vorrichtung hier jetzt so gefallen hat, wie das Ganze performt hat. Wundert euch nicht, ich habe das Holz extra ein bisschen kürzer geschnitten, weil das ganze Material für den Werkstattofen ist. Der ist relativ klein, deswegen sind die Stücke so kurz. Aber das kann man natürlich so einstellen, wie man es möchte. Natürlich ist es auch so ein bisschen mit Bedacht zu genießen hier, dieses Teil, denn wenn man hier mit der Hand reinkommt, wenn man stolpert oder, dann ist das Teil halt einfach scharf geschalten und das wird sich drehen und wenn es Holz so gut schneidet, dann kann es halt auch so schnell auch einen Arm abschneiden. Deswegen, das muss einem klar sein, aber es ist eine Motorsäge, deswegen Motorsägen sind generell gefährlich, deswegen trotzdem immer ein bisschen mehr aufpassen. Also ich bin echt total happy. Jetzt werden vielleicht die ein oder anderen sagen, hey, ja, pack das doch in so ein Gestell und schneid es dann. Das ist viel sicherer. Das hat in meinen Augen aber zwei Nachteile. Ich habe das auch schon benutzt, so ein Gestell. Da ist immer das Problem, dass einem ein paar kleine Holzstücke, die halt eben nicht wirklich verkandelt in diesem Stapel liegen, zu einem fliegen. Das kann relativ schnell passieren. Da muss man dann die Teile auch immer zweimal in die Hand nehmen. Also nicht so, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Da ist ja alles direkt schön fertig in den Haufen reingefallen oder in den Anhänger. Dort muss man das Ganze reinlegen, schön säuberlich. Und man muss es nochmal rausnehmen und direkt stapeln. Deswegen, das hier ist viel entspannter. Vor allem hat man dann einmal ein kleines Stück Holz, was abgefallen ist, was man dann weglegen kann und nicht direkt einen ganzen Haufen wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, wie performt denn das Ding und wie schnell schneidet man da mit Holz, wenn es richtig viel ist. Das werden wir uns nächste Woche mal anschauen. Da werde ich mich mal so den Härtetest machen. Ich werde mich damit 2 Kubikmeter Holz waren das, glaube ich, in Frankreich schneiden. Das wird auch ein eigenes Video. Da werde ich dir das auch noch mal so ein bisschen zeigen. Und ich habe generell dafür noch ein paar coole Ideen, wie man das noch mehr optimieren kann, damit Brennholz machen noch mehr Spaß macht. Gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal doch gerne, denn es wird jetzt noch bald ein paar Videos zum Thema Brennholz machen geben. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.